als Ronaldo vom Wörthersee. Das war eine goldene Generation. Hallo liebe Austria-Fans, liebe YouTube-Abonnenten, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Zackis Fußballwelt. Ich habe zwar eine längere Zeit nicht gesehen, aber wir haben natürlich einige Spiele hinter uns jetzt. Trotzdem freut es mich, dass ihr wieder dabei seid, heute in einer speziellen Folge mit unserem Gast Helmut König, ehemaliger Bundesligaspieler bei der Austria, Wegbegleiter der Austria in gute Zeiten, in schlechte Zeiten. Deshalb freue ich mich ganz besonders, mit ihm heute ein bisschen quatschen zu können, schauen, was er dazu sagt, wie es zur heutigen Zeit für ihn ausschaut, wie es ihm privat geht. Also viel Spaß bei der weiteren Folge, gute Unterhaltung. Wer ist ein Burschmann? Schon ist er da, unser Helmut König. Hallo Heli. Servus, danke. Danke für deine Zeit, dass du zu mir ins Studio findest. Ich glaube, Fußstunden brauche ich dir nicht so viel in Klagenfurt und in Kärnten, österreichweit. Jeder kennt unseren Heli König. Ich will ein paar Fragen stellen, was mir so überlegt habe. Und ich hoffe, dass es eine lustige Folge wird. Deswegen frage ich dich gleich ein bisschen weg gleich vom Fußball. Was machst du jetzt eigentlich so privat in deiner. Ich meine, du bist ja so wie Fußballpensionist. Was machst du so privat jetzt? Ich habe wirklich jetzt mit dem Fußball abgeschossen. Privat bin ich in Pension. Es geht mir blendend. Leider durch die Pandemie konnte ich nicht so viel reisen, sonst bin ich sehr viel in Süditalien unten. Da haben wir ein paar Häuser hergekriegt mit einem Freund, mit einem Künstler. Und ich bin sein Fattore, also das heißt sein Schöpfer, sein Höfer. Und sonst beobachte ich über die Zeit natürlich immer die Austria. Das ist ganz klar. Natürlich schaue ich meinen Sohn noch beim KAC zu. Und was mich immer interessiert, was ich beruflich so oft gemacht habe, dass ich Nachwuchsspiele. Also ich bin ein Fan von Nachwuchsspielen, weil ich kann mich an die Zeit erinnern, wo du ein Nachwuchsspieler warst und wie ihr blendend Fußball gespielt habt. Und es gibt heute auch noch wieder so viele Talente. Aber sonst jedes Heimspiel, wie es irgendwie geht, bei der Austria. Ja, apropos, muss ich gleich einhaken, weil du sagst Nachwuchs. Du kennst mich schon fast länger wie ich mich selber. Das stimmt. Ich habe mit deinem Sohn den ganzen Nachwuchs zusammengespielt, bis zur Kampfmannschaft. Gell? Was hast du so für Erinnerungen an die Zeit? Du warst ja auch immer für mich im Verein tätig, als gewisse Vereinsführungen. Was hast du so für Erinnerungen an die Zeit? Du, für die Austria sind wir in alle Funktionen tätig gewesen, aber auch im Nachwuchs. Und die Austria hat immer ein Riesen. Tradition im Nachwuchsarbeit gehabt. Ich erinnere nur Namen wie den Emil Filzwieser, den Tag und Nacht haben, oder wie den Tag und Nacht gearbeitet haben, oder wie den alten Herrn Rath, wie die alle heißen. Und dann haben wir wirklich, wir waren zum Teil die Besten in Österreich, also ich kann mich noch erinnern, wie du warst, das jetzt sogar einmal Street Soccer, Österreich-Meister geworden und dann zur Europameisterschaft gefahren nach London ins Wembley Stadion. Und die Austria steht immer für Nachwuchs und das war violett-weiß und da war immer ein Leben. Und ich bin froh, dass der Verein jetzt wieder sehr viel investieren wird, um wieder eine Akademie zu bekommen, dass da wieder was weitergeht. Hast du ja richtig gesagt, frage ich dich gleich weiter, wie bist du jetzt zurzeit zufrieden mit der neuen Austria Klagenfurt bzw. mit der Vereinsführung, Management, wie siehst du das? Ich meine, du bist ja doch auch noch dabei, du bist nicht so der, was einmal kommt, sondern du hast auch mit dem Kontakt, wie siehst du jetzt da? Also ich glaube, dass die Leute da sehr professionell arbeiten. Sie haben es natürlich momentan irrsinnig schwer durch diese Pandemie, dass man eben nicht, dass sie nicht so sich verwirklichen können, wie sie wollen. Und ich hoffe, dass sie das wirklich durchhalten, weil es ist ein Riesenpotenzial in Klagenfurt, aber vor allem in Kärnten da. Und ich glaube, sie haben auf allen Ebenen tolle, professionelle Leute, ob das der Herr Gärtner ist, ob das auch der Peter Pockert ist, ob das im Nachwuchs ist mit dem Herrn Schellenberg. Also da sind Leute gestandene Profis, die in der deutschen Bundesliga sich ja schon bewiesen haben, bei Ingolstadt, bei 1860 München. Und jetzt muss man mitsehen, was immer natürlich erwartet, wenn wieder die Pandemie zu Ende ist, dass die Leute das auch tolerieren und dass die Leute wieder ins Stadion kommen. Ich bin jetzt 65, ich bin eine Person, ich möchte da Bundesliga-Fußball sehen. Und viele, viele, wenn ich in die Stadt gehe, sie wollen das sehen. Und sie kommen derzeit noch nicht. Aber wir müssen um jeden einzelnen Fan kämpfen. Und da müssen wir alle ins Stadion, da muss sich was abspielen. Und ich glaube, wir sind am richtigen Weg, aber es wird ein bisschen Zeit dauern. Kann ich dich nur bestätigen in deinen Aussagen. Ich erlebe es jeden Tag, dass da wirklich professionell gearbeitet wird bei uns. Und dass da jeder jetzt wirklich mitzieht, auch in der schweren Zeit, wie du sagst, in dieser Corona-Zeit. Aber noch einmal zu dir. Ist ein bisschen weit von unten vom Spielfeld auf die Tribüne, deswegen kann ich nicht bestätigen, dass du jedes Spiel da bist. Aber kannst du, also wie oft bist du jetzt eigentlich im Stadion? Also ich habe natürlich ein Abo sofort gekauft, das habe ich immer. Und ich bin jetzt natürlich in Pandemiezeiten, kommt man nicht ins Stadion, aber sonst, wenn ich im Lande bin, schaue ich mir schon die Partien an. Ich bin aber nicht beim Training und kriege da nicht mehr so viele Sachen mit, aber ich habe
eine 25-jährige Geschichte bei der Austria, die weiß, wie schwer es ist, weil ich alle Funktionen durchgemacht habe. Ich war 10 Jahre Spieler und nicht Profi, wir haben damals noch alle nebenbei gearbeitet. Ich habe dann das Management damit gemacht, weil die Austria Klagenfurt da 4 Jahre in der Bundesliga war, danach, dass was weitergeht. Wir haben dann den FC Kärnten gegründet mit dem Steindorfer Joe und mit dem Dr. Mertl. Ich habe dann die Akademie aufgebaut und die 10 Jahre geleitet, wo ja unglaublich viele Spieler rausgekommen, wie du zum Beispiel. Als Ronaldo von Wörthersee, du warst der großartig, weil du bist jetzt ins Ackerland gelaufen, und du musst schon einmal sagen, das war eine goldene Generation, der 57er Jahrgang. Helle, zu deiner Zeit als Fußballer, das ist keine unbekannte Mannschaft oder Mannschaften, wo du gespielt hast, aber hast du eigentlich noch Kontakt zu Mannschaftskameraden aus deiner Zeit? Also ich bin ja mit 19 Jahren zu Austria gekommen, da war eine ganz große Zeit mit Hassi und Fengler, das waren ja richtige Stars, mit denen wir aufgeschaut haben, Wiedmund Kurti, Kovacic Marian. Und ich habe dann 10 Jahre bei dem Verein gespielt und dann haben wir 6 Jahre in der zweiten Liga verbraucht, weil wir halt nicht aufgestiegen sind, weil wir nie einen gescheiten Tormann gehabt haben, bis dann endlich haben wir Benko Fritz ein Golmann gewonnen ist. Und dann haben wir eine großartige Zeit in der Bundesliga gehabt, 3-4 Jahre. Und ich habe mit allen Spielern Kontakt, die damals mit mir gespielt haben, sind ja immer die gleichen. Die Restitspuren, der Türmer, der Schopitsch, der Haubitz, war damals ein bisschen anders, waren sehr viele eigene Spieler. Dann haben wir einen wunderbaren Stürmer gehabt, mit Oberhaar Franzi bin ich heute noch gut, mit Sensen Ibiza. Und das Wichtige, der Golautsche Günther, darf man natürlich nicht vergessen, aber das Schönste ist, dass dann unserem Kameramann auch der Ramadani aufgetaucht ist. Das gehört, und ich glaube es erst an dem Tag, wo ich da sitze, einmal vielleicht mit Ramadani und mit ihm reden kann, weil ich mit dem so viel erlebt habe. Er war ein wunderbarer Typ. Also die Leute sind nicht extrem in Schar ins Stadion gekommen. Wir waren auch brave Spieler, aber der hat einfach die Farbe, wie man so schön sagt, ins Spiel gebracht. Und da gibt es ja um den immer so viele Geschichten. Und wir haben eigentlich zu allen immer Kontakt, aber leider haben wir den Ramadan erst die Augen verloren, aber jetzt ist er ja angeblich in Antwerpen, in Belgien, und ich habe das Video gesehen, das mir der Christian geschickt hat, kann nur er sein. Also es würde mich wahnsinnig freuen, wenn die Pandemie vorbei ist, dass man dann da einmal wirklich ein Treffen macht mit allen, die, mit denen er gespielt hat, und da gibt es ja so viele gute Geschichten. Erzähl uns einmal bitte eine vom Kasim Ramadan. Eine wollen die Zuschauer sehr hören. Ja, einmal eine Geschichte. Typisch hat Ramadani immer auswärts gespielt gegen GRK. Stark Gustl war Trainer beim GRK. Da haben wir nur 0 gemacht, eher eine harte Partie. Und der Kasim hat am Feld schon so provoziert. Aber am schlimmsten war er noch, wie wir weggefahren sind, er und der Polizeischütz aus dem Stadion raus, ist der noch aufgestanden in der hinteren Reihe und hat den Fans den Arsch rausgezeigt. Also, und da sind natürlich die Stahler geflogen und der Hafner Günther, aber damals ein Nachwuchsleiter, ist mit dem Privatauto vom Vater gefahren und hat den Ramadani so verflucht, weil das Auto hin ist, weil mir die Stahler gefallen sind. Das war halt eine von den vielen Aktionen. Oder nur eine gute Aktion. Der Ramadani war ja angeblich Mohammedaner. Da dürfen wir keinen Alkohol trinken und kein Schweinefleisch essen. Jetzt hat er als einziger von allen Spielern, wir haben immer diese fürchterlichen Naturschnitzel mit Reis essen müssen, er immer Steak. Und das hat er gesagt, Steak. Aber eines Tages in der Bar, in der Scotch-Bar, noch ein Spiel, der Hannes Haubitz geht auf, sieht den Ramadani oben sitzen mit einem großen Bier und sagt zu ihm, ja, Kasim, du bist der Mohammedaner, du sagst, du darfst kein Schweinefleisch essen und kein Alkohol und da trinkst du ein Bier. Kommt der Kölner her, sagt, was, ein Bier, der hat schon 10 Bier. Und dann war natürlich sein Bonus weg, dann hat er auch keinen Naturschnitt essen. Überragend, okay. Wie siehst du die Aufstiegschancen in dem Jahr jetzt mit der ganzen Thematik, die Ahnung, keine Lizenz, wie haben die Lizenz oder beantragt? Wie siehst du jetzt trotzdem unsere Aufstiegschancen? Also das haben wir so, schon die vorige Saison hat man schon so wehgetan. Wir hätten ja X gebraucht in Amstetten, sodass wir daheim noch selber in der Hand haben, nach Kensburg einzugehen und das alles dann ist abgehakt. Wir haben jetzt auch eine sehr, sehr gute Chance aufzusteigen, weil ja quasi wir nur 3 Konkurrenten haben in Wahrheit, nicht, also den GRK war Kensburg, wenn wir noch Wüsten haben und wir selber sind nicht Konkurrent und wir müssen halt den zweiten Platz erreichen. Und wenn man die Tabelle anschaut, wir stehen nicht so schlecht da. Nur es darf halt nicht zu viele Verletzte und Erkrankte geben, dann ist das natürlich ein Problem, dann wird es schwer werden. Aber ich bin voll optimistisch und die Mannschaft hat ja schon gegen den Lars gezeigt, wie man kicken können. Das war ja für mich eine überragende Partie. Das hat ja fast in Klagenfurt der Euphorie ausgelöst. So gut war die Partie, obwohl sie nicht gut ausgegangen ist. Aber da hat man schon gesehen, dass da einiges drinnen ist. Gell? Und das hat Hofi, dass man vor allem die Heimspiele gewinnen. Das hat mit Rapid, das ist ein Selbstfaller mit Rapid 2. Das soll halt nicht passieren, aber es war halt alles so, dass halt hinten nichts, ein Fehler nach dem anderen passiert ist und vorhin haben wir nichts reingebracht. Also, das wird anders kommen und ich bin fest überzeugt, dass wir Zweiter werden.
Du bist ja schon so lange bei der Austria, du kennst ja jeden Zentimeter, nicht nur vom neuen Stadion, sondern auch vom alten Stadion, von den alten Zeiten. Wie siehst du jetzt, was könnte man da noch alles machen, dass da mehr die Austria zum Vorschein kommt in der Umgebung? Das ist eine gute Frage. Die Austria Klagenfurt ist Weidmannsdorf. Wenn wir gespielt haben gegen Prohaska, die haben immer nur gehört von den Weidmannsdorfer, so wie von den Favoriten an, von den Hütteldorfer, wo Rapid herkommt. Nur merkt man das da nicht. Wenn ich von der Stadt aus fahre, ich sehe zwar ein schönes Stadion von mir, aber ich sehe keinen Bezug zu Violett-Weiß, zu Austria. Das heißt, dieses Areal und das alte Clubgebäude, was ja wir mehr oder weniger gekämpft haben, dass das nicht abgerissen wird, das ist ja für mich eine Erinnerung an alte Zeiten, und ohne Tradition kann kein Verein leben. Nur müsste ein violett-weißer Campus entstehen. Es geht sogar so weit, dass man sogar die Straßen könnte violett machen. Wenn ich von Weidmannsdorf komme zum Stadion, möchte ich sehen, da ist die Austria Klagenfurt daheim. Oder die Kantine, die deine Mama wunderbar geleitet hat, das war ein Begriff, da waren die Leute drinnen. Und das sind nicht immer die besten Fußballer geworden, wo die Eltern die besten Stammgäste waren. Weil je länger die an der Decke gestanden sind, waren dann die Buben draußen spielen können. Das brauchen wir wieder. Wir brauchen diesen Platz. Das muss aus, dass ein trotz Sportpark, ich verstehe alles, dass da andere Sportarten alles sind, aber unser Herz ist Weidmannsdorf, unser Herz ist die Siebenhügelstraßen, und dort muss irgendwas passieren, optisch, dass man sieht, und ein Gurkstaller runterfährt, und auch wenn Länderspieler sind, die sollen ruhig sehen, hoppala, da ist auch ein Fußballverein, da kommen wir aus ganz Österreich, und da glaube ich, da kann man noch sehr viel arbeiten. Und das habe ich ja schon gesehen bei den neuen Managern, dass sie da schon sehr viel Gefühl haben. Die Austria ist ja frühes Jahr 100 Jahre geworden, da gibt es ja eine super Serie von uns, 100 Jahre Austria Klagenfurt. Ich meine, ich bin zwar schon nicht so alt aus, habe auch im alten Stadion gespielt, so ist nicht, aber nicht so viele Spieler wie du. Erzähl uns was von der, wie es damals so war als Spieler. Ja, die Geschichte vom alten Stadion ist ja hochinteressant, weil das ist 1960 getauscht worden. Die Austria Klagenfurt hat nämlich das Stadion drinnen gehabt in der Rosenthaler Straße, und der KHC war Eishockey in der Magazingasse. Nachdem die K8 drin gehabt haben und nichts mehr geworden sind, nichts mehr Master geworden sind, immer die Wiener, hat man das getauscht. Hat man den KHC in die Innenstadt geholt, in die jetzige Eishalle. Die sind wieder 100 Mal Master geworden, und die Austria Klagenfurt durfte in ein neues Stadion, das 1960er eröffnet, das waren da noch nicht. Das war damals sehr unglaublich, da war Weidmannsdorf noch Baracken sieht, und da war gar nichts. Und das hat eine eigene Atmosphäre gehabt. Jeder Bub in Kärnten wollte irgendwo noch mal in das Stadion einmal als Zuschauer kommen. Ich bin nämlich 8 Jahre mit meinem Vater mitgegangen, aus Kleinstein Paul, aus Wietersdorf, weit weg. Aber wir sind runtergefahren, und seitdem bin ich ein glühender Austria-Fan. Ich habe da gesehen, den Ralf Vierler bei der Wiener Austria und den Oliver, was weiß ich, den alle gekannt habe. Die Atmosphäre war da ein Wahnsinn. Wenn du umgekommen bist, da war ein Tunnel rein. Und in dem Tunnel hat es ja immer schon psychologische Metz hingegeben. Also wenn wir gespielt haben gegen Austria Wien, war ja der Friedel Konzile im Doppel Austria, ein Urklagenfurter, ein alter Austrianer, KAC hat er gespielt, glaube ich, der Friedel, bevor er dann eine große Karriere gemacht hat als Nationalspieler. Und beim Einlaufen haben wir natürlich immer schon den Galatschi Günther gesagt, du ihn nur ein bisschen schon beim Einlaufen, Friedel, weil er wollte immer sagen, was für seine Freunde Klagenfurt sehr verwirrt. Und der Hugo hat ihm beim Einlaufen schon ein paar Sachen gesagt, was der so. Jetzt hat der während des Spiels schon so einen Schleim am Hugo gehabt und wollte immer nur den Hugo irgendwo mit erwischen, mit der Faust, dass der Band 2 kommt. Nicht? Aber da, weil er Hugo gesucht hat, hat ihn der Bödler Werner die Kopfstelle geschossen. Nicht? Da ist der Friedl als Verlierer vom Platz gegangen. Ich will ja nicht hören, die Geschichte, aber ist so. Der Heli, man kennt ihn natürlich als Fußballer und Wegbegleiter, aber viele fragen mich auch von den neuen Spielern, weil du ja oft auf der Tribüne bist, ob das einer von den Beatles ist. Ich sage, nein, es ist der Heli König, das ist sein Markenzeichen, aber wie ich gesehen habe, hast du halt extra für uns die Haare geschnitten. Ja. Und sind noch immer so schön. Ich habe gedacht, ja, nicht einmal gefärbt. Also viele fragen mich, ob ich gefärbt bin, ich bin immer schon 5 Jahre. Nein, das ist original, die Haare sind original. Aber ich bin extra gestern zum Friseur gegangen, dass ich nicht so gut ausschaue. Weil in Corona-Zeiten durfte man ja nicht gehen. Aber ich habe schon als Spieler auch lange Haare gehabt, ich war immer schon ein bisschen auf dieser Welle. Der damaligen Hippie-Zeit, das hat mir einfach getaugt, die 70er Jahre, das war unsere Zeit, verstehst du? Der Vater hat kritisiert, Haar abschneiden, Bundesheer haben gesagt, Haar abschneiden, nichts abgeschnitten, immer die wehende Fahne, und das war's. Aber ich war aber nicht der Einzige in Klagenfurt, und ich war nicht der Einzige in Österreich, sondern das war halt damals der Zeitgeist. Und ich habe heute noch gern, wenn die Haare ein bisschen länger sind. Solange es noch nicht gibt. Dafür danke für die ganzen Geschichten, für die aktuelle Situation. Danke fürs Kommen, lieber Heli. Hat mich wirklich gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Stadion, wenn wir alle wieder rein dürfen. Und ich hoffe, wir können unsere Ziele erreichen. Deshalb danke dir. Liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zacke. Ich danke auch.